Warum für Anna? Ja, die braucht doch was zu essen, wenn sie aus der Schule kommt. Ja, aber die ist gar nicht hier. Wie, die ist gar nicht hier? Heute ist doch Donnerstag, die müsste doch schon längst hier sein. Ja, aber die war vorhin hier, aber okay. Dann ist sie wieder abgehauen. Keine Ahnung. Was ist noch so gekauft? Die ganzen Sachen sind weg von Anna. Hast du mit der gesprochen? Hat sie irgendwie gesagt, wohin sie wollte? Oder keine so? Ahnung, die hatte nur eine Tasche unterm Arm und ist abgehauen. Weiß ich nicht. Weißt du, woran ist das erinnert, die zwei hier? Mhm. An früher, wo ich noch kleiner war und wir immer zusammen im Bett lagen und mir von Harry Potter vorgelesen haben. Weißt du das? Mhm. Der hat doch auch einen Kleiderschrank gewohnt, oder nicht? Nee, unter einer Treppe. Und danach ist er doch in der Schule dahin, in die Schule gezogen. Apropos Schule, da musst du auch gleich hin, ne? Da geht kein Weg dran vorbei. Erinnere mich doch nicht daran. Doch, auch wenn es momentan schwierig für dich ist, du musst dahin. Und das geht auch irgendwann vorbei, Anna, okay? Ja. Boah, hier sieht's auch aus in dem Zimmer. Wäre es schön, wenn du deine Klamotten, wenn du die nicht mal brauchst, wegräumst. Und zwar direkt, weil ich meine, wir wohnen ja schon zu zweit hier in dem Zimmer und das wäre für eine Person schon zu klein. Ey, Sam, ich pack das doch jetzt wieder zusammen. Ja, aber bitte direkt das nächste Mal. Das ist scheiße. Mein Mädchen in deinem Alter sollte unter geordneten Verhältnissen aufwachsen und nicht hier in so einem Kleiderschrank. Ach, ja, also das ist, geht schon. Da müssen wir uns in Zukunft auch was überlegen, weil das ist auf jeden Fall kein Dauerzustand. Wir beide hier in diesem kleinen Zimmer. Ja, sieht aus wie bei den Hottentotten unterm Sofa und das geht halt einfach nicht. Wir müssen uns echt was einfallen lassen, das funktioniert so nicht. Ne? So, und jetzt mach dich fertig, okay? Kein Dauerzustand, ist klar, ey. Und ich hab gedacht, ich kann bei Sam wohnen. Aber anscheinend will die mich ja auch nur hier weg haben. Wenigstens habe ich noch Nick. Nachdem Sam mir ja jetzt auch klar gemacht hat, dass sie mich nicht mehr da haben möchte. Hi. Hi. Na? Komm mal. Nick hat's echt gut. Der wohnt hier alleine in der WG. Tom, das ist Anna. Anna, hi. Tom. Ich hole nur noch gerade meine Tasche, dann können wir sofort los. Ey, warte, das halt mal nicht zur Schule, ja? Warum? Was ist los? Ja, keine Ahnung. Wir können auch irgendwas Besseres machen. Hast du wieder Stress mit deinen Mitschülern oder wie? Ja, keine Ahnung, auch, aber schon wieder wegen Chantal? Ja, aber keine Ahnung. Jeder enttäuscht mich im Moment. Warte mal. Tom, könntest du uns vielleicht kurz alleine lassen? Wir haben gerade was zu besprechen. Gar nichts. Schatz. Ey, weißt du, man ist einfach alles so scheiße. Was denn? Guck mal, Chantal hetzt in der Schule alle Leute auf mich und Papa mit seiner neuen Olle aus Berlin und ich bin ihm jetzt auch egal. Ach, Quatsch. Und ja, pass auf, und Sam hat mich heute Morgen auch rausgeworfen. Sam wollte mich noch nicht mal mehr bei sich haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Keine Angst. Bis sich das alles wieder gelegt hat, kannst du erstmal bei mir wohnen. Ich enttäusche dich nicht, versprochen. Wirklich. Dankeschön. Ist doch klar. Hi, Sam. Hallo. Ja? Mein Gott. Oh. Warst du einkaufen? Ja. Wie gut. Hast du auch so Milch und Toilettenpapier und alles? Natürlich. Wie krass, geil. Ja. Der Rest ist aber nicht für dich, wenn du das jetzt fragen wolltest. Warum nicht? Der ist für Annas Mittagessen. Es gibt gleich Thai Curry. Warum für Anna? Ja, die braucht doch was zu essen, wenn sie aus der Schule kommt. Ja, aber die ist gar nicht hier. Wie, die ist gar nicht hier? Heute ist doch Donnerstag. Die müsste doch schon längst hier sein. Ja, aber Die war vorhin hier, aber okay. Dann ist sie wieder abgehauen. Keine Ahnung. Was ist noch so gekauft?
Die ganzen Sachen sind weg von Anna. Hast du mit der gesprochen? Hat sie irgendwie gesagt, wohin sie wollte oder keine so? Keine Ahnung, die hatte nur eine Tasche unterm Arm und ist abgehauen. Weiß ich nicht. Und wann war das ungefähr? 11? Ich denke mal so gegen 11. Scheiße, ey, dann war die schon wieder nicht in der Schule. Ey, tust du mir einen Gefallen? Kannst du die ganzen Sachen einräumen? Ich muss sofort zu Alex. Ja klar, kein Problem. Okay, alles klar. Viel Glück. Verdammt! Was macht die Kleine schon wieder? Ich hoffe echt, die hat meine Ansage heute Morgen nicht in den falschen Hals bekommen. Ich habe echt Schiss, dass sie ihr Mist baut. Scheiße. Wenn Anna hier jetzt auch nicht ist, dann müssen Alex und ich uns echt was einfallen lassen. Ich mache mir jetzt schon Sorgen um die Kleine. Hi. Hallo, Sam. Ist Anna hier? Wieso, die ist doch bei dir. Die ist nicht bei mir. Wieso die hat ihre die Sachen gepackt. Dir? Die ist abgehauen. Wie, die ist abgehauen? Ja, keine Ahnung. Jan hat mir das vorhin gesagt. Du hast mir versprochen, dass du auf die aufpasst. Ey, die war auch seit Montag nicht in der Schule. Na, ich ganz hab mit der Lehrerin toll. Gesprochen. Die das ist genau die Scheiße, von der ich gesprochen jetzt habe. Jetzt tu doch nicht so, als ob ich daran schuld wäre. So wie du dich in der letzten Zeit benommen hast, Alex, hast du da garantiert auch was mit zu tun. So many times it happens too fast. You tried your passion for glory. Deswegen sollte sie nicht in der WG bleiben. Ich ruf sie an, was meinst du denn? Super Idee, Mike, das habe ich noch nicht gemacht, oder was? Oh, fuck, es bringt doch nichts, wenn ihr euch so anschreibt. Vielleicht versucht es mir vielleicht hat das auch einfach was damit zu tun, dass ich heute Morgen zu ihr gesagt habe, dass es halt keine Dauerlösung ist, in der WG zu wohnen. Echt prima. Ich habe eine Idee. Wir fahren jetzt zu Chantal. Was anderes bleibt sowieso nicht über. Nachher ist noch ein Vorstellungsgespräch von der neuen Thekenkraft. Kannst du das bitte machen? Klar. Dankeschön. Komm. Stress mich. Keine Zeit. Oh, ich hoffe echt, Chantal kann uns sagen, wo Anna ist. Diese Ungewissheit macht mich einfach total krank. Weißt du, wo Anna ist? Hallo erstmal. Und nein, weiß ich natürlich nicht. Bei dir ist sie nicht? Nein, keine Ahnung, aber ich mache mir auch schon voll die Sorgen, Alex. Ich war ja seit Montag nicht mehr in der Schule und ich bin ganz traurig. Du brauchst traurig. Nicht petzen, das weiß ich. Ganz jetzt tu mal nicht so, als ob du die besorgte Freundin wärst, ja? Anna hat mir von den Hetzkampagnen gegen sie erzählt. Klar, deswegen klar, ist sie auch wahrscheinlich klar. Weg. Ist klar. Ja, ist auch klar. Glaub's ja wohl nicht. Was ist denn hier los? Wir wollen nur wissen, wo meine Tochter ist. Ja, und das ist aber kein Grund, hier so rumzuschreien und sich so mit meiner okay. Tochter zu unterhalten. Ist okay, wenn Mann. Sie ihre Tochter mal ein bisschen besser erziehen okay, müssen. Das musst du mir überlassen, ja? Ich werde es alleine geben, bitte. So, und jetzt zu dir, okay? Habt euch mal eure eigene Nase. Ist Anna nur seit dieser Woche schlecht drauf, oder was? Wegen euch. Guck nicht so, ist so. Pass auf, du musst mir keine Lebenstipps geben. Ist klar. Ich will lediglich wissen, wo Anna ist. Ja, guck halt bei Nick nach. Willst du die Adresse haben? Ja. Ja. Ja, sieh zu. Hetz mich nicht, Sam. So. Wie, sie hat das angezettelt mit dem scheiß Video und den gemisst? Oder was? Ja. Das erklärt natürlich einiges. Jetzt geh mal ein bisschen, hey. Das hast du los. Das erklärt so einiges, Alex. Viel Glück. Ciao. Genieß den Trip, wird der letzte sein. Los. Tut mir leid, Sam. Dass ich dich heute Morgen im Loft so angeschrien hab. Ich meine, du bist bestimmt die Letzte, die schuld ist, dass Anna weg ist. Ey, du kennst mich. Ich bin manchmal ein hochbrausender Vollidiot. Aufbrausender, wie auch immer. Ich bin dir eigentlich dankbar. Dafür, dass du immer noch für Anna da warst. Ich meine, du hast das all die Jahre gemacht und du machst es jetzt immer noch. Klar, Anna war immer wie eine Tochter für mich, Alex. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Das ist gut. Das ist gut für Anna. Ich meine, dass ich jetzt nicht weiß, wo sie ist und mit wem sie unterwegs ist, ey. Ich darf gar nicht dran denken, was alles passieren kann. Danke, dass du mir hilfst.
Ey, da ist keiner da. Oh, was machen die hier? Ich hab keine Ahnung. Die sind da voll am Alarm machen. Oh, scheiße, ey. Oh. Die rasten da voll aus. Soll ich nicht doch lieber aufmachen? Du machst nicht auf. Komm, mach auf, Anna. Ich schreibe jetzt einfach einen Zettel, den schieben wir gleich unter der Tür durch, Alex. Ich spann dich mal gleich die Tür auf. Komm, mach auf da. Ich weiß eh, dass du hier bist. Wir müssen voll leise sein. Was machen die denn jetzt hier? Ja, hast du denen gesagt, dass... Nein, Quatsch. Da ist keiner. Anna, bitte. Mach bitte die Tür auf, okay? Hier. Was? Oh, Mann. Alex, es ist keiner da, okay? Jetzt lass uns bitte gehen. Es hat keinen Sinn so. Okay? Komm. Hallo, Nick. Wenn du Anna siehst, sag ihr, sie soll sich melden. Wir machen uns große Sorgen. Alex und Sam. Du meldest dich nicht, oder? Nee. Ich weiß nicht. Ich meine, die machen sich übelst Sorgen. Ey, die wissen überhaupt nicht, wo du bist. Ey, Nick, jetzt mal ganz ehrlich. Willst du nicht mal anrufen oder so? Nein. Guck mal, die schreiben jetzt hier so einen ollen Zettel und denken dann, alles ist wieder gut. Nicht ist gut. Die sterben vor Sorge. Die ja, geschieht denen auch mal recht. Was soll ich jetzt, wenn ich wieder nach Hause komme? Dann geht's alles wieder von vorne los. Das muss jetzt einfach mal sein. Ja, ist okay. Okay? Ja. Gut, dann komm, lass uns den Film gucken, oder? Okay. Und dann kannst du auch dein legendäres Popcorn dazu machen. Mein legendäres Popcorn? Oder ist das nicht so legendär? Nein, nicht kitzeln, auch nee. Wir waren jetzt echt überall. Bei jeder Freundin, an jedem Ort, wo Anna auch nur annähernd sein könnte. Sogar bei der Polizei. Aber die machen ja nichts, bevor Anna nicht mindestens 24 Stunden verschwunden ist. Und? Wohl nicht. Wo ist das Kind? Ich werde jetzt mal nach Hause fahren. Ist schon spät. Wenn du was hörst, sag mir bitte Bescheid, okay? Hey, Sam. Sam. Hm? Der ist zumindest genauso arschkalt wie mir. Willst du nicht noch hierbleiben und einen Tee trinken? Ja, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ich glaube, ich kann jetzt echt nicht so gut alleine sein. Gib mir nicht besser. Wenn ich jetzt hier alleine bin, zerlege ich wahrscheinlich die Bude. Schön, dass du mir heute geholfen hast. Ist doch wohl klar. Willst du Früchte oder willst du Früchte? Früchte. Was für ein Scheißtag. Immerhin habe ich endlich das Chaos in der Bar beseitigt. Und jetzt will ich nur noch, dass mich irgendwer in den Arm nimmt. Ich komme mir irgendwie so allein vor. Enough to start a war. All that I have is on the floor.